Hallöchen, ihr seht Freunde fürs Leben, Bar Talk. Ja, und wir haben ja verschiedene Rubriken, die wir hier mit unseren Gästen machen. Mein Gast jetzt, Nina Gnädig. Und jetzt gibt es unser Assoziationsspiel. Das heißt, ich sage dir verschiedene Begriffe und du sagst ganz spontan, was dir dazu einfällt. Der erste Begriff, Krise. Wenn man von irgendwo hinkommt, aber da, wo man hin will, es so nicht weitergeht. Der Moment dazwischen. Ja. Der kann auch lang sein. Lang sein, also, mit Moment meine ich einen Raum, keine Zeit. Ja. Ja, genau. Du? Krise. Krise habe ich eigentlich immer als eine Chance begriffen, weil danach immer was Neues kommt. Auch schon in dem Moment der Krise selber konntest du das sehen? Oder erst danach, dass das eine Chance war? Im Moment der Krise. Also ich habe die Krise als Chance genutzt. Mhm. Ja. Du bist ein sehr resilienter Mensch. Ja, auch ein bisschen stoisch. Muss man dann auch sagen. Ich verstehe. Krise. Krise kann auch bedeuten, ja, hier, ich warte mal hier. Einfach nicht, bis ich mich verändert habe, sondern bis sich alles verändert hat. Ja, genau. Muss ich es nicht mehr. Da bist du aber nicht der Einzige, da bist du jetzt so ganz prompt aus der Politik. Zwei ganz prominente Beispiele. Helmut Kohl? Hm? Angela Merkel? Hm? Aha, ja. Also das sind Krisenfachleute. Ja, aber die, da gucken halt auch alle drauf. Da gucken halt alle zu beim Krisenbewältigen. Mhm. Nee, bei mir nicht. Ich saß da nur. So, jetzt pass auf. Weinen. Mhm. Wenn das Herz so voll ist, dass es zu den Augen raus muss. Du? Wenn Bayern München ein Champions League Spiel verliert. Ja! Und zwar nur dann. Aber Moment, du bist Bayern München Fan. Ja. Okay, es hätte ja auch anders sein können. Dann ist Weinen halt. Ich habe auch schon mal geweint, als ein Mädchen mit mir Schluss gemacht hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weiß das Mädchen das? Hm? Weiß das Mädchen das? Hm? Hat's gesehen. Hm. Harte Braut, hat die nicht interessiert. Echt? Ja. Naja. Aber es war ja nicht Mittel zum Zweck. Nee, natürlich nicht. Ich muss auch sagen, dass ich bei Beziehungsenden, und es war ja auch bei allen so, ich habe noch nie mit einer Schluss gemacht. Ich wurde immer. Aber ich habe nicht immer geweint. War das die erste, bei der du geweint hast? Nee, die erste nicht. Die erste, da war ich noch zu klein. Aber die erste längere. Hm. Aber wenn ich da in solchen Momenten heul, dann eher immer so aus Wut und Verletztsein und bei Bayern München aus echter Trauer. Das ist ein Unterschied. Ich sag jetzt mal, bei Bayern München ja weniger selber machen kannst als in einer Beziehung. Das ist sicherlich richtig. Andererseits ist es so, dass die Liebe zu einem Fußballverein, die ist ja eine fürs Leben. Ne? Bayern München kann ja mit mir nicht Schluss machen. Das stimmt. Ganz wichtig. Ja, das stimmt. Ich werde mein Leben lang Fan sein und ich werde nie weinen, weil Bayern mich absolviert hat. Aber eigentlich führt man ja im besten Sinne auch eine Beziehung, weil man glaubt, dass da nie Schluss sein wird. Nur dann führe ich eine Beziehung, ist klar. Deswegen bin ich auch immer so traurig, wenn es nicht klappt. Fällt ja auch immer so ein Weltbild in sich zusammen. Mhm. Worüber wir gerade über Weinen, da sind wir jetzt aber... Darf ich dir noch was fragen? Ja. Zum Thema, wenn du sagst, du bist gegangen worden, sozusagen, hat das dann ausgelöst, dass du innerlich eher die Bereitschaft hattest, dann selber auch immer sozusagen innerlich auf so einem Sprungbrett zu sein, zu wissen, das kann ja passieren, dass man dann sozusagen nur noch mit 98-prozentiger Inbrunst in eine Beziehung geht? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich fange immer noch keine Beziehung an, wenn ich nicht das Gefühl habe, das ist die letzte in meinem Leben.
Wenn ich das Gefühl ganz bald schon habe, dann erst gehe ich die Beziehung ein. Sonst, also so irgendwie so, kann man mal probieren oder auf Zeit oder für 2 Jahre war es mal ganz lustig. Es ist nicht mein Ding. Ja. Und du? Bei mir ist andersrum. Ich bin gegangen. Aber selten, weil ich eine sehr treue Tomate bin. Also ich habe auch sehr lange Beziehungen gehabt. Und auch nur sozusagen, wenn es für immer ist. Mhm. Ich habe das auch nie persönlich genommen. Es gehört eine Menge Mut dazu zu gehen. Gute Gründe hat. Mhm. Ja, kostet eine Menge Mut. Das stimmt. Bin auch fast mit allen noch befreundet. Ist alles cool. Ich auch. Ja, das finde ich auch wichtig. Ja, als nächster Begriff kommt jetzt Liebeskummer. Das können wir mal direkt überspringen. Haben wir jetzt quasi schon mitbehandelt. Liebe und Kummer, genau. Ja, genau. Dann Geld. Schönes zu haben. Und wenn man es nicht hat, dann lernt man auch, was dann schön sein kann. Mhm. Sind wir fast schon beim Thema. Du? Habe ich kein Verhältnis dazu. Also, ich brauche nicht viel. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass alle die schönsten Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, die habe ich mir nicht durch Geld ermöglicht. Die sind anders passiert. Das sind die, die hängen bleiben. Ja, ich habe auch, ich finde es ein Phänomen der Erwachsenen, so. Das stimmt, ja. Mhm. Dann haben wir hier, nehmen wir doch mal Rettungsring. Etwas, was einen über Wasser hält, dann, wenn man es am dringendsten braucht. Physisch wie psychisch, Freunde, Natur, alles, was mich fühlen lässt, das kann Tanzen sein, das kann Schreiben sein, das kann Reisen sein, das kann Sitzen und Gucken sein, das kann Kochen sein. Ja, aber vor allem, wenn es einem zugeworfen wird, sozusagen, wenn man den nicht selber aufpustet, sondern wenn man ihn von außen kriegt. Bei dir? Bei mir? Du hast jetzt wieder was Originelles, Spontanes, Lustiges. Nein, fühle ich nicht unter Druck gesetzt. Rettungsring, also wirklich, ja, sehe ich so wie du. Physisch oder psychisch, was einem zugeworfen wird, wenn man selber nicht mehr so recht weiter weiß. Und da sind, glaube ich, Freunde und Familie schon das Wichtigste. Immer gut zu haben. Ja. Ich habe bei meinem ersten Schwimmkurs einen Rettungsring am Kopf bekommen und wäre deswegen fast ersoffen. Nein. Ja. Nein, wirklich. Das ist das allererste, was mir dazu einfällt. So ein hartes Plastikding. Da war ich 5 und wir haben hier so Ringe tauchen gemacht. Ich wie so ein Delfin da runter. Habe mich ein bisschen veratmet. Dann hat jemand von den anderen Kleinen, was eigentlich nicht nötig war, weil der Schwimmlehrer war ja im Becken. Der hat mich ja schon fast wieder am Arm gehabt. Aber der andere Kleine hat mich dann mit dem Rettungsreifen ausgenockt. Da war ich bedient. Aber du warst nicht ohnmächtig oder so? Nee, aber schwer benommen. Und wenn der Lehrer dann nicht da gewesen wäre, dann wäre ich richtig abgesoffen. Jetzt weiß ich, warum du meinst, andere Menschen als Rettungsring. Ja. Erst recht. Kann nicht schaden.